Herzlich willkommen im YouTube-Kanal von fachwirt-blog.de. Heute wird die Weiterbildung zum Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen vorgestellt. Die Fachwirte im Sozial- und Gesundheitswesen übernehmen in den Gesundheits- und Sozialeinrichtungen leitende Funktionen im Bereich Personalwesen, der betrieblichen Organisation und im Controlling. Auch die Öffentlichkeitsarbeit gehört mit zu den Einsatzgebieten der Fachwirte. Mit der Weiterbildung zum Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen können Mitarbeiter aus sozialen und pädagogischen Pflege- und Heilberufen eine leitende Funktion übernehmen. Ein Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen hat unter anderem die folgenden Aufgaben: die Planung, die Organisation und Überwachung von Einrichtungen im Sozial- und Gesundheitswesen. Dazu gehören die betriebliche Planung unter Beachtung von wirtschaftlichen Zusammenhängen, aber auch die Entwicklung und Umsetzung betrieblicher Ziele und Strategien unter Beachtung von ökonomischen und ökologischen Aspekten, unternehmerische Entscheidungen zur Sicherung der Rentabilität und der Steigerung des Marktanteils werden ebenfalls vom Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen getroffen. Die Gestaltung, Optimierung von Strategien, Strukturen und Prozessen in der Organisation ist eine weitere Aufgabe der Fachwirte. Und er ist auch damit beauftragt, die Qualitätsziele zu ermitteln und festzulegen. Die weiteren Aufgaben der Fachwirte im Sozial- und Gesundheitswesen umfassen die Steuerung und Kontrolle von betriebswirtschaftlichen Prozessen und Ressourcen, sprich als Beispiel die Finanz- und Investitionsplanung, aber auch Wirtschaftlichkeitsanalysen und Monatsabrechnungen, aber dann auch das Personalwesen als weitere Aufgabe mit der Personalplanung, Beschaffung und Auswahl, Mitwirkung an Aus- und Weiterbildung und dem Konfliktmanagement bis hin zum Marketing und zur Öffentlichkeitsarbeit, dass man Marktanalysen durchführt, Marketingkonzepte entwickelt und einführt, Sponsoring, Vertretung der Einrichtungen nach außen. Die Prüfung zum Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen besteht aus zwei Teilbereichen. Für den ersten Teilbereich, den handlungsübergreifenden Teil, müssen Sie die folgende Voraussetzung erfüllen. Das ist entweder eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung mit anschließender zweijähriger Berufspraxis oder, wenn Sie keine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen können, dann eine vierjährige Berufspraxis. Damit Sie für den zweiten Prüfungsteil zugelassen werden können, müssen Sie den ersten Prüfungsteil bestanden haben. Dann ist es notwendig, dass Sie eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Sozial- und Gesundheitswesen, entweder im kaufmännischen oder im Verwaltungsbereich, vorweisen können und anschließend zwei Jahre Berufspraxis haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen Sie eine Ausbildung in einem verwaltenden, kaufmännischen, pädagogisch heilenden oder Pflegeberuf haben mit einer dreijährigen Berufspraxis im Anschluss oder, wenn Sie das alles nicht vorweisen können, dann mindestens eine fünfjährige Berufspraxis in einem Tätigkeitsbereich, der wesentliche Inhalte und Bezüge zum Sozial- und Gesundheitsbereich hat. Wie gerade bereits erwähnt, besteht die Weiterbildung zum Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen aus zwei Prüfungsteilen. Zum ersten Teil der Weiterbildung gehören Volks- und Betriebswirtschaftslehre, Steuern und Recht, Unternehmensführung, das Rechnungswesen und das Controlling, die Kommunikation und das Informationsmanagement sowie das Personalwesen. Zum zweiten Teil gehören die Gesundheits- und Sozialökonomie, das Recht im Sozial- und Gesundheitswesen, das Marketing im Gesundheits- und Sozialbereich und das Management im Sozial- und Gesundheitswesen. Die Kosten für die Weiterbildung zum Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen liegen bei ca. 4.000 Euro. Hinzu kommt noch eine Prüfungsgebühr der Industrie- und Handelskammer, welche auch nochmal mit ca. 400 Euro zu Buche schlägt. Für die Weiterbildungskosten können Sie Zuschüsse beantragen, wie als Beispiel das Meister-BAföG. Die Weiterbildung kann bei den Bildungszentren der Industrie- und Handelskammern, aber auch bei Fernakademien wie der ILS, SGD, Hamburger Akademie, um nur einiges zu nennen, da kann sie durchgeführt werden. Die Weiterbildung umfasst 600 Unterrichtsstunden und dauert zwischen 1 und 2 Jahren, wenn man sie in Teilzeit absolviert. Im Anschluss an die Weiterbildung ist man vielseitig einsetzbar. Viele Fachwirte im Sozial- und Gesundheitswesen arbeiten in Beratungsstellen, in Jugendheimen, Pflegeheimen oder auch in Kliniken.
Man kann sich auch im Finanz- oder Personalbereich spezialisieren oder man orientiert sich in der Öffentlichkeitsarbeit. Auch eine Selbstständigkeit als unabhängiger Berater kann in Frage kommen. Das Gehalt ist immer abhängig vom Arbeitgeber, von der Region und von der Berufserfahrung, die Sie mitbringen. Es variiert meistens zwischen 2.000 und 3.500 €. Weitere Möglichkeiten nach der Weiterbildung ist der Anschluss einer Weiterbildung zum geprüften Betriebswirt oder dass man das spezielle Kursmodul der Pflegedienstleitung absolviert. Damit sind wir am Ende dieser kleinen Vorführung, Vorstellung angekommen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Weiterbildung zum Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen ein bisschen näher bringen. Weitere Informationen rund um die berufliche Weiterbildung, insbesondere zur Weiterbildung zum Fachwirt, finden Sie auch auf fachwirt-blog.de. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.